hilfst deiner Mama heute beim Einkaufen. Wie süß. Lass mich in Ruhe, doofe Ziege. Was machst du hier? Du hast doch Einkaufen. Ha, nicht wenn mir meine Mutter Rootertoots kauft. Rootertoots? Wirklich? Ha, ich hoffe, sie kauft dir dazu auch ein neues Gehirn. Dann bis später, Spülibubi. Ach, wenn sie doch nur nicht aus allem so schnell rauswachsen würden. Ist das Richtige, Mama? Das leicht Schäumende? Oh, die sieht ja schön aus. Ha, aber sicher nicht an dir. Sei nicht so gemein, Henry. Mama, die Schuhabteilung ist in diesem Stock. Können wir nicht nur ganz kurz vorbeischauen? Henry, wie kannst du überhaupt noch nach etwas fragen, nach dem, was du gerade gemacht hast? Du hast mich ganz schön in Verlegenheit gebracht. Aber Mama... Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ja. Ist diese Hose auch strapazierfähig? Oh ja, und die führen wir übrigens in allen Größen. Vielleicht möchten gleich beide Ihre Jungs sie anprobieren. Ich zieh doch nicht die gleiche Hose wie der an. Und außerdem ist das eine Mädchenhose. Die Hose kann sowohl von Jungen als auch von Mädchen getragen werden. Oh, wie praktisch. Sei nicht so gemein, Henry. Los, benimm dich endlich. Probier sie mal an. Vielleicht probieren wir es mit einer anderen. Soll ich sie Ihnen einpacken lassen? Ja, vielen Dank. Peter! Henry! Wir gehen! Jetzt beeil dich, Henry! Henry? Verehrte Kunden, falls einer von Ihnen einen schrecklichen Jungen sieht, melden Sie ihn bitte am Informationsstand. Rootertoots! Die sind ja so cool! Wenn ich König bin, habe ich für jeden Tag im Jahr ein neues Paar Rootertoots. Siehst du, Mama? Die sind doch echt cool. Nein, Henry, das geht einfach nicht. Du solltest dich wirklich schämen. Ich kann dich keine Minute aus den Augen lassen, ohne dass du irgendwelchen Ärger machst. Juhu! Hey! Das Problem mit Eltern ist, sie haben keine Ahnung, was im Leben wirklich wichtig ist. Ich brauche diese Schuhe unbedingt. Mama versteht das einfach nicht. Verehrte Kunden, der schreckliche Junge wird schon wieder gesucht. Falls Sie ihn sehen, melden Sie es bitte am Informationsstand. Bin gespannt, ob das funktioniert. Launische Laura. It's so easy being me. I'm Hard Henry.
Ich habe alle Spielsachen in mein Zimmer gebracht. Dir ist es nicht erlaubt, sie anzufassen. Du schläfst da oben. Auf dem Dachboden. Ich wette, du hast Angst im Dunkeln. Natürlich nicht. Gut, in diesem Zimmer spukt es nämlich. So ein blöder Geist kann mir doch keine Angst machen. Ich liebe Geister. Siehst du den Fleck da? Das ist die Stelle, wo der Geist verdampft ist. Aber wenn du natürlich zu viel Angst hast, hier oben zu schlafen... Vielleicht lässt mich der Geist ja mit seinen Sachen spielen. Das hoffe ich für dich. Denn hier oben hört dich bestimmt kein Mensch schreien. Ich bin Henry. Ich hab keine Angst. Ha! Es war eine Nacht wie diese, als der Geist zum ersten Mal erschienen ist. Du meinst, in diesem Haus spukt es wirklich? Ach, sei nicht albern, Achim. Das ist nur ein Märchen. Wir haben hier noch nie einen Geist gesehen. Oh je, schon wieder Stromausfall. Unheimlich, oder? Los, Mutter, erzähl ihm die Geschichte. Der Legende nach baute ein reicher alter Mann dieses Haus, um hier sein Gold zu horten. Er hatte Dutzende Angestellte, die ihn von morgens bis abends bedienten. Aber er hatte Angst, sie würden sein Gold stehlen. Also schlich er sich eines Nachts hinaus und vergrub es im Wald. Er baute sich Geheimgänge, damit seine Diener nichts merkten, wenn er sich nachts hinausschlich, um nach seinem Gold zu sehen. Aber in einer Nacht war es so dunkel, dass er nicht sehen konnte, wohin er ging. Er stolperte und fiel in den Brunnen, wo er jämmerlich ertrank. Und seitdem spukt er als Geist in diesem Haus herum, um nach seinem Gold zu suchen. Das geschieht ihm recht. Wenn er so reich war, hätte er sich eine Taschenlampe kaufen sollen. Oh. Genug von diesen albernen Geschichten. Zeit für euch Jungs, schlafen zu gehen. Es gibt doch überhaupt keine Geister. Das weiß doch jedes Kind. Das kommt aus dem Wandschrank. Er will mich bestimmt holen. Sei kein Angsthase, Henry. Du hast vor gar nichts Angst. Außer vor Spritzen. Ein Geist! Lasst mich raus! Lasst mich raus! Diese Ratte hat mich eingesperrt. Moment mal. Ich bin König Henry der Schreckliche. Ich hab vor gar nichts Angst. Na warte, du affiger Achim. Wart's nur ab. Dafür werde ich mich rächen. Morgen, Henry. Hast du gut geschlafen? Sehr gut. Vielen Dank. Nach dem Frühstück könnt ihr zwei ja ein bisschen draußen spielen. Ja, Tante Ruth, das wird sicher lustig. Damit spiel ich. Ha, das werden wir sehen. It's so easy being me. I'm Hard Henry. Was? Null Punkte? Das ist gemein.
war noch gar nicht fertig. Wenn ich König bin, wird es keine Prüfungen mehr geben. Du meine Güte, das ist doch kein Grund, sich aufzuregen, Mädchen. Hätte ich den Test zu Ende gemacht, hätte ich viel besser abgeschnitten. Ja, das ist schon besser. Ach, ich weiß auch nicht. Wie kann man nur vor so einem lächerlichen kleinen Ding Angst haben? Dann sehen wir doch mal, wie schlecht du abgeschnitten hast, Henry. Oh, was? Oh. Na dann komm mal mit, Henry. Und die höchste Punktzahl, also volle 100 Punkte, wurden erreicht von Henry. Was? Offenbar hat noch nie zuvor jemand mehr als 90 Punkte geschafft. Die Schule kann sehr stolz auf dich sein. Unmöglich! Er saß doch nur ein paar Minuten dran. Wie? Ja, das ist irgendwas ganz schön komisch. Seid still! Ich gratuliere dir, Henry. Denn von jeder Schule nimmt der Schüler, der bei diesem Test die höchste Punktzahl hat, automatisch beim Wettbewerb Schlaukopf des Jahres teil. Schlaukopf des Jahres? Der Gewinner bekommt einen nagelneuen Computer. Ein Computer? Meinen eigenen Computer? Wow! Du hast 100 Punkte, Henry? Wie ging denn das? Ich bin Henry, das Computergenie. Ist das wahr? Du nimmst als Schlaukopf des Jahres teil? Natürlich ist das wahr. Falls du mich brauchst, ich bin am Computer und lerne. Aber, ich darf doch heute an den Computer. Ha, jetzt nicht mehr, Zwerg. Wir sind sehr stolz auf dich. Aber da wir jetzt wissen, wie begabt du bist, erwarten wir von dir auch ein viel besseres Verhalten. Ach ja? Ja. Und Peter? Henry braucht jetzt mehr Zeit am Computer und darauf werden wir alle ein bisschen Rücksicht nehmen müssen. Ja, Mama. Ja! Hey, Henry, los, spiel mit! Henry, Henry, meine Freunde wollen ein Autogramm von dir. Das Autogramm von einem Genie. Hä? Oh, für meine Fans mache ich doch alles. Oh, toll. Und jetzt verschwindet. Ein Genie braucht Zeit zum Nachdenken. Ja, oh, ist ja, gut, sicher. Okay, lass uns spielen. Henry, Henry! Henry, Henry! Henry, warte doch mal! Wir bringen Geschenke, deinem genialen Superhirn zu Ehren. Geschenke? Ha, Geschenke finde ich gut. Aber ich brauche doch keine Brille. Alle großen Genies tragen doch Brillen. Ja, schon klar. Wow! Und du musst die hier tragen. Ha, niemals! Aber willst du denn nicht, dass alle gleich wissen, dass du ein Genie bist? Doch, eigentlich schon. Ha! Ein Buch? Na toll. Das ist das große Wissensbuch, weißt du? Oh, vielen Dank, aber ich muss jetzt los. Beat und ich spielen. Wir führen ein Experiment durch. Es geht um, Fußball. Jetzt ist Henry auch einer von uns. Ja, Henry der Streber. Nein, bin ich nicht. Henry ist ein Streber. Ich bin kein Streber. Oh je, ich bin ein Streber. Würde ein Streber das machen? Unglaublich. Henry demonstriert uns das Gesetz der Schwerkraft. Seht euch das an. Und jetzt beweist er Einsteins Relativitätstheorie. It's so easy being me, I'm Henry. Oh, ich bin
bin so stolz auf meinen kleinen Wettkämpfer. Ich bin sicher, du gewinnst wieder den Pokal im Eierlaufen. Oh, der arme Henry. Naja, du wirst es schon überleben. Ich glaube, ich kann heute nicht in die Schule, Mama. Ich habe nämlich ganz schlimmes Bauchweh. Ich glaube, ich muss sogar ins Krankenhaus. Oh je, ich hoffe, sie müssen dich nicht operieren. Operieren? Wir wissen beide, dass du kein Bauchweh hast. Du tust mal wieder nur so, um dich vor dem Sporttag zu drücken. Nur keine Angst, Henry. Es macht nichts, wenn du bei allen wieder der Letzte wirst. Und wehe, du wirst wieder heimgeschickt, so wie im vorigen Jahr. Frau Lieblich hat gesagt, aufs Gewinnen kommt es gar nicht an, sondern dass man mitmacht. Sei nicht so gemein, Henry. So, Peter, deine Eier für den Eierlauf sind fertig. Komm, wir müssen noch deine Haare kämmen, damit du nett aussiehst, wenn du deinen Pokal bekommst. Genial! Süßigkeiten sind ungesund, Henry. Ich habe für den 400-Meter-Lauf trainiert und mein Papst hat mir für einen Monat Süßes verboten. Ein Monat ohne Süßigkeiten? Das hält doch niemand durch. Wenn man willensstark ist, schon. Was du nicht sagst. Die sauren Fruchtgummibällchen sind sowas von lecker. Oh, saure Fruchtgummibällchen. Die mag ich am liebsten. Magst du ganz sicher keins? Oh. Oh. Stellt euch jetzt bitte zum Dreibeinwettlauf auf. Der Dreibeinwettlauf fängt in einer Minute an. Wo ist dein Partner, Henry? Ich, Laura, du wirst Henrys Partnerin sein. Was? Beeilt euch, der Wettlauf fängt gleich an. Ich bestimme, Henry, und ich will gewinnen. Also wirst du genau tun, was ich sage. Fertig? Nein, ich will heimgeschickt werden. Also wirst du tun, was ich sage. Ach, meinst du? Ja, meine ich. Wir machen das so. Nein, wir machen das so. So gefällt's mir schon besser. Henry! Hör auf mit dem Quatsch! Henry! Henry! Stopp! Henry! Oh je! Siehst du, Laura, ich hab dir doch gesagt, dass wir nicht gewinnen. Das reicht! Dieser Wettlauf ist gestrichen! Was? Echt schade! Henry! Du schreckliches Kind! Wenn du meinst, dass ich dich nach Hause schicke, hast du dich getäuscht. Du bleibst hier bis zum Schluss. Und die anderen folgen mir. Das wirst du mir noch büßen, Henry. Das ist das Schlechte am Sporttag. Da macht man immer ganz schlimme Sachen. Keine Angst, Olli. Die Eier sind doch alle hart gekocht. Auf die Plätze. Fertig. Los!